Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Es geht weiter. Wir haben das letzte Mal dieses Testüberbrückungsmodul erstellt und wir haben das Seemodul-Frachtabteil, wie heißt das? Seebahn-Frachtabteil schaffen, sage ich jetzt mal. Da hinten hängt es dran. Unser erstes Modul bei der Seebahn. Ich bin happy. Ich hatte nämlich vor, jetzt mal zu, zu diesem Ursprung des fremden Notrufs zu reisen. Wir müssen uns dafür erstmal Wasser und Essen machen. Essen haben wir tatsächlich. Aber no water. Oder? Haben wir noch? Doch, zwei Stück, okay. Ja, doch, das sollte auf jeden Fall reichen. Wasser, genau. Das schon mal, trinken das. Super. Ich würde sagen, dann gehen wir los mit der Seebahn natürlich. Ja genau, jetzt haben wir auch so eine Animation. Ich zeige das nochmal hier alles. Das ist mega. So. Quasi einfach ein mobiles, der Cyclops in klein. Ach nee, warte, wir müssen hier lang. Ich bin mal gespannt, wie das dann, wenn da noch mehr Abteile hinten dran sind, ob das sich das wie so eine Schlange dann zieht oder so. Ich weiß es nicht, also... deswegen. Ach guck mal, da oben ist auch die Haltbarkeit, glaube ich, davon, ne? Die Hüllenintegrität, sage ich jetzt mal. Da oben. Unter dem Kompass. So, ich glaube, wir müssen hier rein. Ja, genau. Uns verfolgt irgendwas. Ich hatte in einem Part schon mal, war ich schon mal hier, hab das gesucht, aber der hat nicht aufgenommen, leider. Das habe ich dann auch erst zu spät gemerkt. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt. So, wir müssen jetzt erstmal finden, wo kann man hier lang. Aber hier geht's wieder hoch. Vielleicht müssen wir noch weiter runter. Weil wie weit ist das? Ja, ich glaube, wir müssen noch weiter runter. Hier vielleicht? Ja, guck mal. Eventuell ist das richtig. Ich denke mal sogar. Jo, wo geht's hier lang, Alter? Tschüss. Wir sind schon fast bei den 300 Meter. Brauchen wir ein Tiefenmodul? Junge, was ist das? Yo! Maximum depth reached. Hull damage imminent. Digga, was ist das? Aber... ja, wir müssen jetzt natürlich einen Weg finden, ist das Problem. Ich würde sagen, dass hinterher beschädigen wir noch die Hülle zu sehr. Wir fahren mal hier ein bisschen lang. Dass wir nicht unter die 300 kommen. Yo! Maximum depth reached. Hull damage imminent. Ja, ich weiß. Oh, shit. Okay, da gehen wir raus. Diamanten. Okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist gut. Dann können wir die auch einsammeln. Wobei, wir haben ja das Kreislauf-Tauchgerät. Wir könnten gleich mal da vorne hinlaufen und gucken, ob wir das da hinmachen. So, ich habe nochmal zwischendurch gespeichert einmal, weil mir ist letztes Mal das Game abgeschmiert. Als ich aufgenommen habe. Nämlich... auch gerade auch, was ist das? Ach du Scheiße. Was ist das hier? Oh, was ist das? Seebahn-Frachtabteil. Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das? Kann man das irgendwie wegmachen? Oh Gott. Oh Gott. Zurück, zurück, bloß zurück. Was, was? Was? Was ist das? Ah. Junge. Hilfe. Oh Gott. Boah, Junge. Was war das denn? Alter Schwede. Boah, bloß weg hier. Ich würde sagen, dass wir hier lang fahren. Quatsch, wir können nicht weiter runter, ne? Scheiße, shit. Welche? Okay, das Ding ist nicht in der Nähe. Ah, warte mal, waren das nicht hier gerade diese... ich speichere einmal vorher. Fabrikat? Was? Lol. Das brauchen wir noch. Ja, moin. Oha. Ey, da war ich nicht mehr. Egal. Okay, wir gehen mal einmal weiter runter. Oh, Dias. Wow, okay, da haben wir auf jeden Fall für ausgesorgt. Dann Fabrikator. Nice, wir brauchen nur noch eins. Ist das hier direkt? Das wäre cool. Oh, Seebahn-Frachtabteil. Jo. Ah, nee, das haben wir schon. Achso. Frachtabteil, ja, okay. Haben wir schon.
Wir müssen uns nur merken, wo wir lang gefahren sind. Da vorne. Okay, und dann gehen wir ab zurück. Fabrikator. Okay, das haben wir. Nice. Nee, das brauchen wir ja nicht. So, und jetzt ab zurück, schnell. Hier können wir nochmal Luft, genau. Waren das die Pflanzen, die uns so Schaden hinzugefügt haben? Oder war das welche, waren das andere Pflanzen? Ich glaube tatsächlich, das waren andere. Nein, bitte nicht. Scheiße, fuck, schnell weg. Oh, das Ding kommt, das Teil kommt. Bloß rein, bloß rein. Zumindest sind wir hier ein bisschen ansatzweise sicher. Oh Gott, ja, okay. Leider auch nicht allzu sicher. Wir gehen jetzt hoch. Und gucken mal, dass wir eine Lösung finden. Wie wir... Ja, darunter kommen. Weil eigentlich dürfte der ja nicht allzu schwer zu finden sein. Oh Gott, was mache ich hier? Ah. Vielleicht hier? Naja, da. Oh, was ist das denn? Ach, hier war ich schon. Ah, das kann sein, dass es in der letzten Folge war. So, nochmal kurz speichern. Ganz wichtig. Ah, hier vielleicht. Guck mal. Ja. Ich habe den Eingang gefunden. Und zwar, letzten Parts habe ich das ja erzählt, dass da vor mir die Aufnahme, dass sie nicht aufgenommen hat. Und da habe ich verzweifelt diesen Eingang gesucht. Aber jetzt gefunden. Nice. Okay. Ich dachte eigentlich, da war ich, glaube ich, hier, aber direkt da drüber. Wow, was ist... Ey, das kennen wir nur aus Subnautica 1. Das kennen wir eigentlich nur aus Subnautica 1. Okay, da können wir nicht durch. Ah, ich glaube, das ist sowas mit Luft wieder, ne? Ja. Yo. Oh, was? Hello? Is someone there? Was? Wir haben keine Zeit mehr, okay. Ja, ich habe auch keine Zeit mehr, du. What is all this? I can help you better if you show yourself. Yo. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find another. Okay. Natürlich doch. Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Mm-hmm. Altera? No, my equipment is borrowed. It will have to do. Was ist das? Fremder Roboter? Wer? Das ist wie dieser einen Crabster. Zweck. Sein hier so Widerspruch zur forschenden Technologie. Okay. Was ist hier? Alter, das ist mega cool. Wie gesagt, ich kenne die Story von Below Zero auch nicht. Okay. Okay, hier kann man aber nichts scannen. Ich nehme mal das Messer. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier dieses eine Feldmesser mit dieser Klinge gibt. Oh, Ionenwürfel, die kennen wir ja. Okay, das ist nice. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem. Ja, gut. Ach, wir können hier nichts weglegen. Oh nein. Ich laufe dann einmal zurück, werf alles ins Wasser und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt alles in die Seebahn gelegt. Ich habe jetzt mir noch ein bisschen hier meine Tools natürlich. So, wir nehmen jetzt... Oh. Ist das das gleiche wie in Below Zero? Also die gleiche Spezies? Also ja, muss ja. Sieht genau gleich aus. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das auf demselben Planeten ist oder einen anderen. Ich weiß es nicht. Wow, das sieht aus wie ein Reaktor oder so. Oder ein Speicherkern. Oh nein. Hier? Oder wo? Welche? Hä? Welche meinen die denn? Ah, hier. Speichermedium, perfekt. Was?
Ah nein, die wollen mich. Die wollen mich. Oh nein, ich dachte... Ach so, unser Charakter dachte... How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Oh, was? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Ach schon, wir sind eine Sie, ne? Ja. Habe ich ganz vergessen. Würfel aus Erbauerreservat. Okay. Ja, dann gehen wir zurück. Okay, das war interessant. Ich finde es auch interessant, wie das hier alles so aussieht. So, es sieht auch von, allein von der Grafik so, es sieht besser als Subnautica 1 aus. Aber irgendwie auch wieder gleich, so mäßig. Was, wisst ihr, was ich meine? Aua. So, und dann hauen wir ab. Oh, annehmen. We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us. Das ist wie die Borg, ne? Why don't you start by telling me who you are? We may append your seed code to my species designation. Ellen. Please call me Al. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Okay. Precursor race. But ganz kurz, Erbauer. Das erinnert mich gerade an die Progenitoren aus Star Trek Discovery, also die Progenitoren, die jetzt auch in Star Trek Discovery Staffel 5 nochmal vorkamen. Ich meine, die kamen ja in Next Gen vor. What are you doing here? Ey, das ist mega. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. Mhm. We need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network. Okay. Vielleicht auf der Insel, weil da war auch solche Alien-Gebäude. Wir gehen jetzt aber, wie gesagt, erstmal zurück. Ja. Oh, was ist das? Ach so, wir sind hier gerade in... Okay, ja. Ja, das... ich will auch eigentlich dies und Alien in meiner Großhirnrinde haben. Boah, wie sich das schon anhören. Das hört sich an, als ob das dann irgendwo... Boah, nee. Lieber nicht. So, genau. Wir müssen so oder so noch hier die ganzen Sachen mitnehmen. Die habe ich hier reingelegt. Diese Leitung würde ich tatsächlich sogar... wohl... brauchen die halt nicht, so ist das Ding. Ich wollte auch eigentlich diese Folge eine Base bauen, aber ich wollte dann nochmal in Ruhe farmen gehen. Wir gucken jetzt nochmal. Ne, Testüberbrückungsmodul, das brauchen wir ja nicht. So, wir brauchen erstmal was. Ach, guck mal, wir haben sogar ein Med-Kit. Perfekt. Ionenwürfel. Haben wir da zufälligerweise schon was freigeschaltet? Ich guck gerade, aber sowas wie Ionenbatterien oder so. Wisst ihr, was ich meine? So aus Subnautica 1 das zum Beispiel. Nee, tatsächlich. Gut. Dann würde ich tatsächlich sagen, das war's dann wieder für die Folge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.